Wir müssen heute mal über den Wald reden. Deswegen sind wir natürlich auch mal nach draußen gegangen heute. Es geht um die Waldbrände, vor allem in Brandenburg, und die damit immer wieder vorgekommene Behauptung, das sind Folgen des Klimawandels. Selbst die Tagesschau rudert jetzt in einem sehr großen Bericht ganz schön weit zurück. Das Wort Klimawandel für die Gründe, für die Waldbrände, möchte dort niemand mehr in den Mund nehmen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir sind hier heute in einem Waldstück in dem wunderschönen Thüringen im Landkreis Eichsfeld. Bin nicht in Brandenburg, um euch das hier zu zeigen. Allerdings ist das hier phänomenal, um was es hier geht. Es geht hier um die Spitze der Waldbrände. Brandenburg ist ja Waldbrandland Nummer 1 in Deutschland. Sie haben inzwischen auch mehrere neue Waldbrandlöschfahrzeuge bestellt, die extra gebaut wurden für das Land Brandenburg. Jetzt gibt es hier allerdings immer wieder den Kollegen Zufall, den man ins Feld geschickt hat. Es gibt natürlich auch diverse andere Beteiligte, die immer wieder sagen, das sind direkte Folgen des Klimawandels. Ohne den Klimawandel würden die Wälder dort nicht in Flammen stehen. Und inzwischen wissen es in Brandenburg eigentlich alle, dass der Kollege Zufall hier nicht die Waldbrände für verantwortlich sein kann, denn man hat statistische Auffälligkeiten. Richtig, richtig heftige Auffälligkeiten, so dass zum Beispiel 40% der Waldbrände an einem Montag beginnen, ja? Und in allen anderen Waldbrandgebieten über die gesamte Bundesrepublik ist der Beginn des Feuers an keinem besonderen Tag statistisch auffällig. Das heißt, es ist sonst immer an gleichen Tagen. Ebenfalls geht es um zwei sehr bekannte Gebiete in Brandenburg, bei denen es hier quasi die Hotspots gibt für diese Brände. Und das sind auch zwei ehemalige Truppenübungsplätze der Bundeswehr und weiterer früherer vorheriger Armeen. Man sagt immer, die Munition dort wäre dafür verantwortlich für spontane Selbstentzündung und so weiter und so fort. Da sagen die Experten selbst, gut, vielleicht ein oder zwei Waldbrände in den letzten Jahren sind vielleicht durch selbstentzündete Munition entstanden. Wie viele Waldbrände gab es? Insgesamt mehr als 24 großflächige Waldbrände. 765 Hektar sind allein im vergangenen Jahr abgebrannt. Brandenburg hat inzwischen sehr stark aufgerüstet. Über 100 Kameras überwachen den Wald, verbunden mit einer künstlichen Intelligenz. Rauch- und Geräuschmeldern wird hier analysiert. Wenn irgendwo eine Rauchwolke aufsteigt, dann wird sofort die Brandbekämpfung eingeleitet. Das Interessante ist allerdings, dass es hier quasi um benachbarte Waldflächen geht, die immer wieder in Brand gesteckt werden. Und zwar an diesen zwei besonderen Orten bei Jüterborg und Lieberose. Fast 40% aller Großbrände in Brandenburg sind an diesen zwei Orten. An dem einen Ort gab es 10 Vorfälle, an dem anderen 14. Das Interessante ist jetzt, sie gehören alle dem gleichen Besitzer, nämlich einer Stiftung des Landes Brandenburg, die sich dafür einsetzt, dass aus diesen Nutzwäldern, die dort noch stehen, richtige Wildnis wird mit einem Mischwald. Da stört natürlich die Kiefermonokultur und es sind schon mehrfach Anschuldigungen erhoben worden gegenüber dieser Stiftung, dass Mitglieder oder Unterstützer dieser Stiftung hier regelmäßig als Brandstifter unterwegs sind. Die Stiftung weist das selbstverständlich sehr stark von sich, weil auch der Oberboden mit verbrennt, der Humus mit verbrennt und sie sagen, sie stehen hier am Rande der Eiszeit nach einem Waldbrand in Brandenburg. Und da muss man sagen, Leute, hört auf, den Leuten so einen Schwachsinn zu erzählen. Überall, wo Waldbrände geherrscht haben, keimt danach die Natur neu auf. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht vor allem Wasser. Ja, es braucht wirklich Wasser. Jetzt hat es ausreichend geregnet in letzter Zeit in Brandenburg. Und Sie können uns hier nicht erzählen, wir befinden uns in Brandenburg im Zustand des Waldes wie nach der letzten Eiszeit. Das ist wieder Apokalypsendenken. Das ist wieder Framing für die eine Sache, die hier wichtig ist. Und ihr könnt euch hier mal hier umschauen. Die Wälder hier sind zwar auch nicht gesund, aber sie stehen gut im Saft. Es kommt halt auch immer auf die Forstämter drauf an, wie sie mit ihren Wäldern umgehen. Da gibt es auch Nachwuchsprobleme, muss man sagen. Allerdings finde ich es hier bemerkenswert, dass die Tagesschau einen so großen Bericht macht, wo sie dann quasi zurückrudern von dem Narrativ, dass der Klimawandel ist für die Waldbrände hier besonders verantwortlich und zeigt dann hier diese Auffälligkeiten auf, mit zum Beispiel diesen 40% der Brände beginnen montags und sonntags kein einziger. Die Waldbrandzentrale mache zum Beispiel bei Gefahrenstufe 4 in Brandenburg um 19 Uhr Feierabend. Es gibt dann immer wieder Brände, die um 19.10 Uhr gemeldet werden. Fragen dazu stellt hier anscheinend niemand.
Es gibt hier dann auch natürlich den Versuch eines Täterprofils und da kommen Sie bei den Mitarbeitern eben dieser Stiftung heraus, denen man hier nichts nachweisen kann. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg möchte Wildnis in Brandenburg. Wir wissen es nicht, ob sie dafür verantwortlich sind, aber wir wissen eines, radikale Klimaschützer sind zu allem bereit, auch zu Sachbeschädigung, Vandalismus. Sie nehmen den Schaden von anderen billigend in Kauf. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Auch, dass es auf Jahrzehnte zerstörte Landschaften sind. Nein, ist es nicht. Jeder Waldbrand ist der Beginn etwas Neues. Es ist schon immer in der Natur so gewesen, dass wenn Feuer ganze Landstriche verwüstet haben, danach dennoch die Natur zurückgekommen ist. Und es ist weiß Gott nicht so, dass nach jedem Waldbrand irgendwo die Natur auf den Stand vor der Eiszeit oder nach der Eiszeit zurückgeworfen wurde. Und man dann hier hunderte oder tausende Jahre braucht, um wieder etwas Wald zu machen. Wenn wir uns hier umschauen, es ist vorrangig hier ein großer Buchenwald. Die Buchen sind hier keine älter als 100 Jahre. Also ihr könnt ja mal überlegen, wenn wir hier Buchenwälder pflanzen. Ihr seht ja, wie hoch die gewachsen sind. Richtig hohe Buchen hier. Wie lange das dauert, ungefähr. Gut, hier war der Boden vorher vermutlich intakt, aber was Sie uns wieder erzählen wollen, Sie wollen am Ende wieder nur Geld haben für ein bisschen Aufforstung. Und wenn man durch die abgefackelten Gebiete von vor 3 Jahren fährt in Brandenburg, dort wachsen schon wieder Birkenwäldchen von ganz alleine. Die sind dort quasi aufgegangen von alleine mit etwas Wasser, ob die Samen dort überlebt haben, das Feuer, oder ob die Vögel sie quasi mit ihrem Kot gebracht haben. Das ist eine spannende Frage. Es geht jetzt hier immer noch darum, dass die in Brandenburg zu 100% inzwischen davon überzeugt sind, dass es sich hier um gezielte Brandstiftung handelt. Nachweisen kann man es ihnen leider nicht. Ich kann euch auch immer wieder nur empfehlen, geht regelmäßig in die Natur, geht auch regelmäßig in den Wald. Der gesundheitliche Vorteil des Waldes für den Menschen, für den Kreislauf und für den Geist und für das Herz, die sind inzwischen wissenschaftlich bestätigt. Nicht so wie bei den Corona-Impfstoffen, sondern hier ist es wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass Wälder und Bäume den Menschen positiv beeinflussen können. Deswegen genieße ich hier jetzt noch ein bisschen die Zeit, entspanne im Wald. Ich grüße alle in Berlin, die bei der Hitze jetzt auf der Demo sind. Ich bin gespannt, wie viele am Ende da sind. Ich werde mir das natürlich selbstverständlich genau anschauen. Aber heute Abend gibt es natürlich erstmal das Special, was ich euch versprochen habe. Es gibt eine etwas längere Folge, wo wir die Geschichte erzählen lassen von 1945 bis zur Spaltung der Linken im Deutschen Bundestag. Damit sage ich, ciao, bis bald, abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden.